Damit begrüße ich euch ganz recht herzlich hier zurück zu einer weiteren Folge OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Ja, ich wollte eigentlich heute auf dem Ruhrgebiet auf der Linie 908 fahren. Jetzt fährt der Zug los, das höre ich mir nicht mehr an. Auf der Linie 908 auf Duisburg, je nachdem wie man es aussprechen will. Aber momentan gibt es dafür keinen Fahrplan zum Auswählen, warum auch immer. Deswegen dachte ich, fahren wir heute die Innovationslinie in Anführungsstrichen 979 mit einem MAN A21 Euro 6 Zweitürer. Ist zwar Euro 6, aber noch einer der älteren Euro 6 Varianten. Das sieht man ja auch schon am Lenkrad. Und das werden wir auch wahrscheinlich an den Türen hören, glaube ich. So 100% weiß ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Aber mit Vestige Knoppers Repaint, das Link, wenn ich das wiederfinde, verlinke ich euch das natürlich. Sieht ganz geil aus, muss ich sagen. Sieht richtig geil aus. Und ja, wir haben Void-Betriebe unterm Arsch, was ich nicht leiden kann, aber gut. Ist halt so. Starten wir mal die Kiste. Natürlich auch heute wieder mit den... Warum auch immer das Repaint hier nicht... Ach, egal. Mit den neuen mitgelieferten... Quatsch, mitgeliefert, das ist ein Blödsinn. Mit den neuen Ansagen von der OMSI-Webdisk. Von mir ist ja klar. Die gönnen wir uns natürlich heute wieder. 979, lass mich raten, es ist die Route 2, es ist ja nie die 1, wie ich mich kenne. Ja, wie ich das bloß wusste, genau. Von Stärkrade Bahnhof nach Bottrop ZOB. Das klingt auch ein bisschen anders, muss ich sagen. Mit Void. Interessant. Gut, fahren wir mal rum. Hier noch so ein richtig schöner alter Benzer hier. Ja, die Performance ist hier grottig. Aber relativ leise ist er. Also der Motor, meine ich. So, wir haben zwar noch 20 Minuten, aber egal. Alle Köpfe sind jetzt wegrasiert. Hallo. Einmal Kurzstrecke. Einen kurzen zum Furzen, natürlich. Bitte. 20 Minuten, 18.04 Uhr. Klingt gut, 18.03 und 30 Sekunden. Oh ja, es ist dunkel geworden. Ein Licht anmachen hier. Abend. Alter, die zweite Tür, die scheißt ja mal ordentlich rein. Die zuknallt, ey. Gut. Auch schöne Innenanzeige. Ja. Jetzt müssen wir auf unser Signal hier warten. Geht das schon mal gut los. Die heizen ja ganz schön durch. Der macht eine Vollbremsung, wie es aussieht. Los, komm. Schalte um. Hab schon eine Anforderung hier. Ja, ich weiß, auf der Map gehen die halt nie. Das ist alles nur Fake. Es gibt halt so manche Freeware-Maps, wo es geht, aber hier ist das nicht der Fall. Sag mal. Heute noch, meine Fresse, danke. Muss man erst hupen, damit es hier grün wird, mein Gott. Vor allem grün, ne? Stärkrade, Rathaus.
Ja, Omsi ist in den letzten Tagen sehr zickig gewesen. Muss ich dazu sagen. Ja, da haben wir leider keinen Retarder. Warum auch immer. Cool wär's. Wir haben es im Übrigen 19 Grad draußen. Kann man eigentlich Fenster aufmachen, ne? Weil die Leute ja zu dumm dafür sind. Ach, warte mal, wir haben gar keine Fenster. Ja, auch gut. Na, dann bleibt so. So, 30, was ist das? Das kenne ich nicht. Seht ihr, was ich meine? Deswegen hasse ich Void. Genau deswegen. So nicht dumm. Haltestelle. Hirsch Center. Der Bus hat auch ganz komische Soundbugs, wenn man genau hinhört. Da gibt es irgendwie so, keine Ahnung, so ein Floppen, so ein Klacken, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall sind die Audiospuren nicht super perfekt zusammengemischt worden, deswegen klingt das so schlecht. Aber an sich klingt der Bus nicht schlecht. Hirschcenter. Da spricht man Center aus. Ah, hier will keiner? Ah, auch gut. Komm schon, grüne Welle. Nächste Haltestelle. Bernarduskirche. Ich hab's nur gewusst, ich hätte auf die linke Spur müssen. Ja. Geht doch. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich die Linie 908 fahren, aber den kann man im Fahrplan seit neuestem nicht mehr auswählen. Das ist einfach weg. Kann man nicht mehr fahren. Warum auch immer, was auch immer die da geupdatet haben. Ich weiß es nicht. Hab auch schon die Map neu installiert, hat nichts dran geändert. Ach ja, Stärkrade, das ist die Haltestelle von der Stoag hier. S-T-O-A-G. Ja, Weltdrängel kommt nicht mit! Hallo. Mein Gott. Geiler Haltewunsch. Nächste Haltestelle. Turmstraße. Ja, ich habe mir gedacht, wir nehmen den älteren Euro 6, den neueren Euro 6 sind wir schon mal in Steinkirchen gefahren, als Überlandvariante, der Bus. Deswegen dachte ich, nehmen wir mal diesen jetzt hier, der ein bisschen anders ist. Aber nicht viel. Jawolla. Jetzt sind wir wieder pünktlich, wie auch immer wir das gemacht haben. Da hinten ist ein MAN. MAN. Rums, Alter, die Türen, ey. Gut, scheint wohl eine Solo-Buslinie zu sein. Da liegen wir doch schon mal ganz gut mit dem Bus. Nächste Haltestelle. Obere Brüderstraße. Auch wieder halte schon Abstände von 3 Metern hier.
Ans Bremsen müssen wir uns noch gewöhnen hier. Die Türen gehen aber schnell, das muss man sagen. Das ist gut. Er hat auch gut Bums, ey, der Bus, ne? Nächste Haltestelle. Am dicken Stein. Oh, da müssen wir rechts rein, da vorne. Aha. Interessant. Auch schön mit weißer Matrix. Gefällt mir sehr gut. Das habe ich so nicht eingestellt. Das war einfach so. Schon. Wollte hier jemand aussteigen? Nee. Okay. Gefällt mir. Nächste Haltestelle. Elpenbachstraße. Elpenbachstraße. Ich habe Elbenbachstraße verstanden. Ja, das sind halt eben Computerstimmen, ne? Das ist normal. Leider. Und in der Gegenrichtung fahren wir dann da drüben auf der Seite? Ach nee, da drüben ist ja auch noch so eine Extrastraße. Hä? Wozu ist denn die gut? Macht keinen Sinn. Verstehe ich nicht. Leute, wenn das so dem Realismus entspricht, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, ob das wirklich so ist. Aber warum ist das so? Macht in meinen Augen keinen Sinn. Aber ich keinen. Kann ich schon mal Screenshots hier üben. Die Blinker am besten, das sieht schöner aus. Was habe ich jetzt gedrückt für einen Knopf? Nochmal F12. Gut, sieht man nicht. Ist egal. Also der verfolgt uns doch. Warte mal, das ist doch der gleiche Kurs. Ey, sowas verstehe ich bei Odyssey wieder nicht. Ich habe 40 Minuten vor Abfahrt des Fahrplans laut der Zeit den Fahrplan schon eingestellt. Da muss doch Omsi doch schnallen, weil eine halbe Stunde vorher laut dieser Zeit da fährt ein anderer Kurs. Da muss das doch Omsi vorher schon schnallen, dass da kein Bus fahren soll. Wieso macht es das trotzdem? Ey! Die Türen. Ja, das ist Omsi, Leute. Also. Wir werden nie das Spiel verstehen. Müssen wir auch nicht. Wollen wir nicht, ne? Hat sich aber gut entspannt hier. Ledigenheim. Was ist denn bitte ein Ledigenheim? Ein Heim für Single-Menschen oder was? Ja, hi. Hi, Stufe A, bitte. Ja. 50, 60. Hast du meinen Jab? Ich muss nachzählen. 80. 1, 2, 80. Ja, haut hin. So. Nächste Haltestelle. Taunusstraße. Taunusstraße, das ist. Das klingt wie so ein Zug. Wie so eine Lok. So, also hier jetzt rauszufahren, das kapiere ich gerade noch nicht. Wozu die Ampel da ist. Keine Ahnung. Aber wir haben keine rote Ampel oder so, also raus hier. Nächste Haltestelle. Fernwaldstraße.
ob man es hört oder nicht, aber die Ansagen haben Tatsache einen Hall. Da muss man eigentlich mal genauer hinhören. Gibt sich andere Sitzpositionen noch? Schön Soundbuggy, ne? Oh, herrlich. So, 40 km/h erreichen. Nächste Haltestelle. Spechtstraße. Sind wir wieder zu früh. Nee, das tue ich mir aber nicht an. Das tue ich mir echt nicht an. Nächste Haltestelle. Heinrich-Heine-Straße. Ach, hier sind wir doch letztens rausgekommen aus dem letzten Video, wo wir zur Zeche gefahren sind. Glaube ich. Ja, genau. Das sieht man halt auf der Map nicht, die Strecke bis zur Zeche da hinten. Da würde man hinten links abbiegen, also wir sind ja hier rausgekommen. Und dann ja quasi da lang gefahren, aber das... Ja, wir kommen jetzt von der anderen Seite. Sehr interessant. Gibt, glaube ich, auch noch eine Linie, die fährt so und dann hier weiter. Also nächste Haltestelle. Ja. Hier der Straße. Treffen sich sozusagen alle am ZOB. Ich meine, macht der Sinn? Das mit der Laterne ist sehr blöd hier gemacht. Da kann man nicht ganz so gut ranfahren. So. Tschüss. Haut ab. So, jetzt die Tür wieder zuknallen. Bam! Zu! So, stinkt der Manfred. Der Bus rutscht! Geil. Irgendwas gespuckt. Na komm. Genau, wie im letzten Video auch gesagt, die Linie 268 fährt als Kurzform auch nur bis hierhin. Die dreht hier und fährt dann hier ran. Fohlenbrocker Markt. So. Was sagen denn die Schilder? Moin, moin. Hallo. Drei Linien fahren hier lang. 261. Müssen wir uns mal merken. Ich muss mir allgemein nochmal alle Videos anschauen, wo wir im Ruhrgebiet schon gefahren sind und wo noch nicht. Muss ich nochmal genauer nachschauen. Kann sein, wir machen einfach alle Linien nochmal, aber das ist mir ein bisschen zu großer Aufwand. Andere Maps müssten ja auch mal sein. Deswegen. Und andere Videos vor allem. Ah ja, zur Bergbaustraße, stimmt. Manfred, gehst du bitte weg? Ich will keiner auf dem Bild haben, danke. Oh, ich habe jetzt zweimal F12 gedrückt. Das ist der Taster wieder raus, aber hat nur ein Bild gemacht. Das ist ein guter Trick, den muss ich mir merken. Ja, ich könnte doch einfach die Tastenkombination ändern. Bei Steam oder bei OMSI, je nachdem. Aber nee, danke. Kein Bock. Nächste Haltestelle. Im Fohlenbrock. Ich hoffe, da fühlt einer mit. Mit mir. Aral, alles scheiße. Mit der Shitwash-Anlage. Ja, ich habe auch im letzten Video gesagt, ich will den Stern, genau, den Sternmod drauf machen. Jetzt hat der Bus auch den Stern.
Mod drauf. Aber das Repaint funktioniert schon wieder nicht. Mann. Ey. So, ihr müsst mal bitte euch verpissen. Ich komme sonst nicht durch. Ja, oder halt durch den Baum fahren, ne? Ja, was jetzt? Mein Gott. Ganz schön viel Busverkehr auf einer engen Straße hier. Aber man kann sich nicht beschweren, wir sind pünktlich. Heißt, wir fahren immer weiter. Verspätung kann ich gar nicht leiden. Nächste Haltestelle. Lindhorststraße. Und der Sound, der ist so eklig hin. Ich weiß nicht, warum das so verbuggt klingt. Warum auch immer er im vierten Gang 30 fährt, ich verstehe nicht. Bleibt doch im dritten Gang. Ja, jetzt wieder zu früh. Aber gut, die Ampel hält uns etwas auf. Das finde ich positiv. Nur erfahrungsgemäß sagt mir jetzt schon, die nächsten 4-5 Haltestellen werden wieder 2 Minuten Verfrühung haben. Weil wir dafür viel zu viel Zeit haben. Zisch. So. Die Türen. Es ist so geil. Ich liebe diese Türen. Rums. Nächste Haltestelle. Eichendorfstraße. Auch wieder so ein richtig sinnvoller Fahrradweg, oder? Da kannst du doch gleich auf der linken Spur fahren. Oder nicht? Ach, hier ist keiner. Ja, dann schnell wieder raus hier. Bevor die überholen. Nächste Haltestelle. Parkfriedhof. Ja, da sind wir auch schon gleich da, ne? Ein Teil der Strecke kennen wir ja eigentlich jetzt schon, ne? Seit der... Wie ist die Straße? Aus dem letzten Video. Seit Heinrich-Heine-Straße. Ab da kennen wir das Stück ja jetzt eigentlich bis zum ZOB. Aber gut, egal. Das ist eigentlich schon ein schöner Bus, ne? Vor allem die Werbung. Die Werbung gefällt mir richtig gut. Passt echt auch zur Matrix. Nur halt nicht irgendwie ganz zur Map. Da passt das Grün irgendwie dann doch eher, aber egal. Werbung ist Werbung. Vollwerbung halt. Glaubt ihr mir nicht, dass das Repaint von der Westischen ist? Dann müsst ihr mal genauer drauf schauen. Da steht's doch dran. Westische. Wir fahren Linie. Gibt's übrigens auch für, mit dem westlichen Logo hier. Gibt's übrigens auch für Bad Hügelsdorf das Repaint zu diesem Bus. Auch mit Knoppers-Werbung, aber halt Bad Hügelsdorf. Logo. Nächste Haltestelle. Sportpark.
Ja, sehr entspannt heute wieder. Omsi? Lebst du noch? Oder stirbst du schon? Ich denke mir auch die ganze Zeit so die Gedanken von Omsi 2 in diesem Lademoment, ne? Scheiße, das muss ich machen, ich muss jetzt laden, ich muss das laden. Und der Spieler so am Rechner. Alter, was machst du? Jo, was geht? Einmal Talstufe A, bitte. Nee. B? Nee. A. A. Doch. Och, A, halt ja. Doch die Fresse. Meine Fresse. Auch dieses Jo, was geht, darauf antworte ich doch nicht. Was soll das denn? Antwort A. Nee, B. Nee. A. 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 Doch. A. Halt doch das Maul, ey. Ehrlich. Leute! Krieg ich Puls bei solchen Menschen. Nächste Haltestelle. Am Lamperfeld. Aber schon witzig. Verfrühung. Was? Von was denn? Zwei Minuten? Sag mal, Leute, seid ihr nicht ganz bei Trost? So. Zugleich. Ey, wie das knallt, ey. Oh, Rückstau. Bottrop-Pferdemarkt. Die Ampelphase bekommen wir doch safe nicht. Hätte ich mir das Vorspulen auch sparen können. Ja, sag ich doch. War was, Leute? Habt ihr die Augen zugemacht? Hätte ich zuerst sagen sollen. Na, shit. Ich will Feierabend machen. Ist schon wieder so ein langes Video, ja. Aha, hätten wir doch warten können. Wieder, ach. Vor der Endhaltestelle ist es doch eh egal, ob wir zu früh sind. Wir können auch laufen. Jetzt mal lachen über die Tür, ey. So, Steig 13. Nächste Haltestelle. Zum Berliner Platz. Meine Fresse, ey, mit 13 FPS. Halleluja. 16, 17. So schlimm war das ja noch nie. Zumindest in der Aufnahme. Als wir mal hier am ZOB waren. Kann halt tatsächlich auch einfach am Bus liegen, dass er zu viel Performance zieht. Ja, aber das muss man halt eben wissen, ne? Was du dann halt eben als AI-Liste rumfahren lässt an Bussen. Was du da selber fährst. An manchen Orten und Stellen auf der Map. Oder einer besonderen Map. Bestimmten Map. Ah, der Gegenkurs. Warte mal, alle 30 Minuten? Ich meine, da alle 20 Minuten fährt der Bus.
Ach man, Omsi, wieso lädst du das Repaint nicht? Ich hab das richtig geschrieben in der E-Liste, meine Fresse. Dieses Spiel ist zum Trauern. Aber richtig. Was mache ich denn? So geradeaus. Ja, die Ampel ist meine. Hab ich doch gleich gesehen. da vorne, ja. Nee, Leute, hier ist Schluss. Hier geht's nicht weiter. Endstation. Tschüss, haut ab. Kommt nie wieder. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Ah ja, 17 Minuten. Stimmt, der ist ja gerade rausgefahren, unser Kollege. Dann hat man hier immer genug Zeit. Das ist doch gut. Roms! Hier. Ah, cool. In diese Richtung gibt es keine Zielmatrix. Na, ein Glück habe ich die richtige Route genommen heute. Gut, wie dem auch sei. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis zur nächsten Folge. OMSI 2 oder allerlei. Und haut rein. Ciao, ciao. Ich fahre Tag und Nacht mitten um sie in der Stadt. Ich fahre